Aller Lob gebührt Allah, dem Allmächtigen. Liebe Geschwister im Glauben, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wir freuen uns, dass wir zum ersten Mal, seitdem wir in Deutschland hier die Dawah praktizieren, dass wir zum ersten Mal eine Veranstaltung zum Yaum al-Eid machen. Eine große Veranstaltung. Wir haben uns öfters getroffen in den Moscheen. Diesmal haben wir ein Fußballzentrum haben wir angemietet, Alhamdulillah. Und wir laden euch alle recht herzlich ein, dorthin zu kommen. Wir haben dort viele Möglichkeiten an diesem Tag für Frauen, Kinder und Brüder von überall könnt ihr kommen, denn wir haben nicht eine Anzahl begrenzt. Es können wirklich auch ruhig 1000, 1500 Leute kommen an diesem Tag und mit an diesem Tag teilnehmen. Wir wollen diesen Tag genießen, wir wollen Freude haben an diesem Tag, denn wir sind hier in Deutschland und wenn Yaum al-Eid ist morgens um 9 Uhr, wir wissen nicht, ob das Donnerstag oder Freitag ist, dann wird man hier einen normalen Arbeitstag hier vorfinden. Man wird nicht das Gefühl draußen auf den Straßen haben von Eid, wirklich von einer Eid-Feier. Deshalb wollen wir uns sammeln an einem Platz, damit wir das Gefühl von dieser Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala von diesem Tag alle gemeinsam zu spüren bekommen. Es wird an diesem Tag Hüpfbogen für unsere Kinder geben. Wir werden mit den Brüdern Fußball spielen. Die Schwestern werden unter sich sein. Es wird zu essen und trinken geben. Wir werden von den jeweiligen Brüdern und Schwestern werden wir Eintritt nehmen. Das ist 10 Euro wird das betragen, damit wir die Kosten decken können. Wenn jemand das nicht tragen kann, soll er trotzdem kommen, ist er herzlich willkommen, muss sich auch keinen Kopf machen, wir werden da keinen schief angucken und sagen, hey, du hast nicht bezahlt oder so. Nein, wir wollen das wirklich nur machen, um die Kosten zu decken, wir wollen jetzt nicht wieder irgendwie zum Geld aufrufen oder sonstiges, nur das als Info vorneweg. Und ja, wir haben uns alle gerade hier zusammen hingestellt, und um euch zu sagen, hier, das sind die Brüder von Mönchengladbach und wir zählen auf euch, wir wollen euch an diesem Tag gerne empfangen und mit euch diesen Tag genießen. Und wir sagen euch einfach, kommt und seid dabei! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Geschwister im Islam, noch zwei kleine Anweisungen oder ein paar Anweisungen noch. Wichtig ist, dass jeder mal einen Teppich, Gebetsteppich mitbringt, ja, damit er sein Gebet auch verrichten kann, vernünftig auf diesem Platz. Dass jeder, der kommt, für seine Frau und für sich Gebetsteppiche mitbringt. Und denkt daran, wir werden da sehr viel Spaß haben, wir werden verschiedene Aktivitäten machen, wir werden verschiedene Sachen machen können. Es gibt viele Möglichkeiten. Für die Frauen können zwar Federball spielen, die können da vieles machen, wir werden Hüpfburge haben. Und es wird auch viele Überraschungen geben. Inshallah, die Brüder sind alle da aus Gladbach, Abu Muawiyah, Abu Adam und alle anderen Brüder. Und Abu Hamza wird auch inshallah da sein und Sheikh Abu Ene sehr wahrscheinlich auch. Und wir erwarten einfach jeden, der kommen kann, dass er kommt und uns diesen Tag, diesen schönen gesegneten Tag, an den zusammen verbringt. So, dass das in Erinnerung bleibt für uns, inshallah. Sowas. Ja? Wir wollen dich, oder? Lass mal das zusammen einmal testen kurz. Kommt, alle einmal zusammen. Kommt und seid dabei. Kommt. Kommt und seid dabei. Kommt und seid dabei. Ja, macht mal mit. Hallo. Ja. Okay. Kommt und seid vorbei an diesem Tag. Ja, nochmal neu, komm. Du musst das wohl Bescheid sagen. Voll die Leute dabei. Ich bin gezwungen worden zum Islam, geht's so. Drei Türken Gender. Ich bin Bürgerinitiative mal. Und sag mal, es wird Anaschid geben an den Tag von Montag. Nee, warte mal, mach ich. Direkt eine Auflage, Bruder, eine Auflage. Okay, deswegen, da wird auch noch andere Überraschungen geben. Also, ich sag einfach jetzt nur die Anweisung, ne? Ja, ja. Und sag, es wird auch Überraschungen geben. Okay. Und das auch ein Abu Mawe sind ja auch noch. Sag auch, Abu Hamza wird kommen und sehr wahrscheinlich auch Abu Han Enes. Ja, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Geschwister im Islam, noch zwei kleine Anweisungen. Warte. Ries. Du machst nur mit der Hand. Ah, okay, sag doch. Barakallahu fik. Und nicht zu vergessen, unser Bruder Muntasser wird dann noch einen deutschen Anaschid für uns geben, der hier so gerade so schüchtern guckt. Hier, kannst du auch mal was in die Kamera sagen. Borussia! Borussia!